This part of the castle was once where acclaimed scientist Friedrich von Frankenstein conducted his experiments into artificial life. He was quite mad and often would conduct horrific and depraved acts trying to discover the secrets of life itself. His own demise was equally gruesome. The vampire queen took him, but kept him alive thus over many centuries. She fed on him daily, keeping him at the brink of death, yet living and aware. Why she did this is only known to a few. She once loved life and loved living things, and before she became a Lord of Shadow, she vowed she would punish Frankenstein for his vile acts. As a Dark Lord, she was able to keep her word. Sehr sympathisch, auf jeden Fall. Und das sieht schon wieder volle Kanne nach Rätselzeit aus. Ich sehe es doch schon kommen. Aber nichts dagegen, ist okay. Da kann ich hoffentlich wenigstens nicht sterben. Schauen wir doch erstmal, was es hier für eine tolle Schriftrolle gibt. In der wird uns sicherlich erklärt, wie dieses Rätsel funktioniert. Ich habe 2 Tage in diesem Labyrinth zugebracht, auf der Suche nach einem Ausgang. Wenn man sorgfältig hinsieht, dann stellt man schnell fest, dass die seltsamen Geräte tödliche Barrieren zwischen den roten und blauen erzeugen. Was? Zwischen den roten und blauen was? Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, sie die Farbe wechseln zu lassen. Na klar. Okay. Schlage auf diesen Knopf, um ihn ein- und wieder auszuschalten. Okay. Ich muss ihn bloß noch treffen. Ich treffe ihn nicht, das ist das Problem. Stell dich mal bitte so. Das ist offenbar nicht die Art von Schlagen, die ihr meint. Okay, lass mal hier so hingehen. Auch das ist nicht die Art von Schlagen. Ah. Wunderbar. Gut, sollten wir hier draufhauen? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Auf jeden Fall kommen wir schon mal bis hierhin durch. Das ist in Ordnung. Hallo? Man muss doch wirklich genau draufschlagen, ne? Super. Super, super, super. Damit sind wir hier schon mal durch. Das war jetzt ehrlich gesagt mehr Try and Error, als irgendwie auch nur ansatzweise zu schauen, wo was blau und wo was rot ist, aber funktioniert ja auch. Das könnte jetzt etwas komplexer werden. Na gut. Lass uns mal anfangen. Oh, spannend. Ja, es wird etwas komplexer, aber nur ganz geringfügig. Was gibt's denn bei dir Schönes? Einen Lichtmagiestein. Da bin ich dabei. So, wir sehen uns erstmal ein bisschen um. Hier gibt's nicht so viel außer einem Tisch, den man sehr gut zerstören kann. Oh, okay, hier gibt's... Ist das ein Ableiter? Das ist ein Blitzableiter, oder? Dreh dich mal bitte zu dem Ding hin. Ach, Gabriel. Es ist manchmal nicht einfach mit dir, dich in die richtige Richtung zu steuern. Aber gut. Ich glaube, das soll so sein. So, dann stellen wir das mal wieder auf die andere Seite rüber. Und... Bring das einfach mal in Position, das Ding hier. Ich denke, das wird so schon ganz gut funktionieren, hoffe ich mal zumindest. Rein damit! Ja! Oh ja! Wie schön! Komm, einfach mal, weil wir es können. Den Tisch mit zerstört. Gut, und dann schauen wir uns mal hier drüben weiter um. Eigentlich muss man hier wirklich nicht großartig auf Blau und Rot schauen. Es reicht eigentlich, wenn man sich einfach nur Stück für Stück vorarbeitet und einfach mal überall testweise draufschlägt. Zumindest bislang.
Okay, ich schätze mal, jetzt müssen wir einfach wieder hier drüben lang. Klappt zumindest erstmal ganz gut soweit. Ja, auf jeden Fall. Ah, ich sehe schon, wie das läuft. Treffe ich das? Oh, sehr gut. Okay, ich brauche mehr Wumms dahinter. Zack. Es funktioniert. Aber das scheint noch nicht des Rätsels volle Lösung zu sein. Wir müssen noch irgendwas umstellen. Die Frage ist, was? Okay, lass uns mal kurz zurückstellen. Wir müssen dieses eine Ding dort noch umstellen irgendwie. Ja, okay. So, lass doch noch mal schauen. Können wir hier drüben nicht noch irgendwas umstellen? Sieht bald nicht danach aus, ne? Okay, das Ding... Wieso hat das eigentlich so einen Flugmechanismus mit drin? Ich weiß es nicht. Das von der Seite aus zu lösen, bringt mir auch nichts. Das Ding hier werde ich ja auch nicht mehr rauskriegen, ne? Nee. Okay, hier drüben ist sonst nichts weiter. Das ging etwas daneben. Das gebe ich zu. So, dann lass das nochmal drehen. Hier gab es doch noch einen Mechanismus, oder? Irgendwo? Nein? Okay. Da bin ich jetzt doch gerade etwas überfragt. Wahrscheinlich sehe ich nur irgendwas gerade nicht auf die Schnelle. Lass nochmal kurz hier bedienen, das Ding. Ach, ich bin bescheuert. Ich bin so blöd. Komm, zack, fertig. Es war einfacher, weit einfacher als gedacht. Okay, wir laden aber nochmal ganz kurz unsere Magie auf. Nur für den Fall, dass wir gleich ein wenig kämpfen müssen. Und das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Okay, Runde Nummer 3. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Na gut, lass mal schauen. Wenn hier drüben gerade offen ist, schauen wir doch erstmal hier. Okay. So, wie ging denn das? So, okay. Jedes Mal dieselbe Frage, die ich mir stellen muss. Wohin haben wir denn uns jetzt hier durchgeschlagen? Ach so, einfach bloß zu diesem Schalter. Das ist in Ordnung. Zack, dann bedienen wir den doch auch gleich mal. Gut, wohin haben wir uns denn jetzt hier durchgekämpft? Zu einem Haufen Müll. Ob Frankenstein noch lebt? Ob wir vielleicht gegen den kämpfen müssen noch? Könnte ich mir gut vorstellen. So, ich bediene das Ding. Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht. Na toll. Ich bediene das Ding in der Mitte erstmal nicht. Du hast eine rote Linse gefunden. Aber wofür ist sie gut? Gute Frage. Gabriel scheint ja schon eine Ahnung zu haben. Oder auch nicht. Was ist das denn? Was bist du denn? Lass mal kurz schauen. Mechanische Monstrosität mit irgendwas Schleimigem in der Mitte. Größe groß, Schwierigkeitsgrad hoch. Die Vampire sind nicht die ersten Bewohner der Burg. Sie gehörte vorher einem Wissenschaftler namens Friedrich von Frankenstein. Er bediente sich der Burg, um darin ungestört schreckliche Experimente anstellen zu können, mit dem Ziel, künstliches Leben zu schaffen. Die mechanische Monstrosität war ein Resultat dieser furchtbaren Forschungen.
Als Frankenstein diese riesige, einem Skorpion ähnelnde Maschine schuf, verwendete er das Gehirn eines missgebildeten Versuchsobjekts. Allerdings erwies sich diese Kreatur als kaum kontrollierbar, sodass sie nun in der Burg Amok läuft und alles tötet, was ihr in die Klauen kommt. Herzlichen Dank auch, Herr Frankenstein! Na klasse! So, wir wollen erstmal ein bisschen schauen, was er so drauf hat. Ranged Attack gehört also auch mit dazu. Unschön. Okay, aber das ist eigentlich ganz gut, wenn er den Blitzangriff auslöst. Denn der scheint ihm eine Menge Zeit zu kosten. Wir müssen nur schnell genug uns um dieses Ding herum bewegen. Ui. Er ist aber halt auch nicht langsam, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Sehr gut. Komm, halt mal still hier. Okay. Ich glaube, wir haben ihn pissed gemacht. Oh, du Cheater. Du großer, hässlicher Cheater. Ich muss da mal ein Knöpfchen drücken. Oh, geh mal zur Seite bitte. Nein, das war nicht die richtige Stelle. Hier. Scheiße. Geh mal weg da. Ich muss da mal ran. So. Auf ein neues, nicht wahr? Mal sehen, wie du ohne deinen Regenerationsscheiß zurechtkommst. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Noch einer? Ist ja nicht dein Ernst. Oh shit, ich habe kein Dingens mehr. Ist das unschön? Ja, das ist unschön. Oh, muss ich das hinkriegen, bevor er aufgehört hat, sich aufzuladen? Kann das sein? Ja, dieses Ding löst sich immer wieder aus hier. Ah, Mist. Okay, das ist natürlich unschön. Komm, lass mal drücken hier. Okay, das war nichts. Ah, komm schnell rüber. Ja, so wollte ich das sehen. Schnell genug müssen wir sein. Das ist das Rätsel des Lösens. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt etwas aggressiver wird. Oh ja. Den habe ich vorher noch nicht gesehen. Zack. Wunderbar. Und den noch drauf. Ja. Mein Freund. Brutzelzeit. Na komm, auf zur letzten Runde. Du scheinst mir etwas geknickt. Und gleich ist es vorbei. Dein Leiden hat ein Ende. Und zwar jetzt. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ist der Schalter noch zu irgendwas gut hier hinten? Scheint so... Nein, doch nicht.
Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt endlich wieder ein bisschen Ruhe. Und dank der Ratte kommen wir jetzt auch endlich wieder hier raus. Schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir dieses Ding hier betätigen. Okay, es ist genau das, was ich mir dachte. Halt! Oh, können wir das nicht einfach so lassen? In diesem Zwischenstadium? So hier? Nein, natürlich können wir das nicht. Wäre ja auch zu schön. Okay, schauen wir uns erstmal hier drüben ein bisschen um. Ah, diese Steuerung ist schrecklich. Immer noch nicht. Na, sag mal. Jetzt. Oh, das leuchtet ein. Das leuchtet ein. Das ist da drüben was betätigt. So, dann schauen wir uns das hier drüben nochmal an. Bringt es mir etwas, hier jetzt drauf zu hauen? Vielleicht, wir müssen bloß auch draufhauen. Okay, das ist irgendwie seltsam. Naja, lass nochmal schauen, was wir hier noch so machen können. Das bringt mir jetzt nichts. Gut, wie sieht's jetzt aus? Es ist eigentlich sinnlos, hier nochmal drauf zu hauen, oder? Es hat ja wirklich bloß da drüben was geändert. Ja, eigentlich schon. Nützt mir eigentlich nichts. Gut, aber wir könnten theoretischerweise noch da drüben... Ah, okay. Ich sehe schon, ich sehe schon. In den Tod springen! Okay, das hat es nicht so sehr gebracht. Ach, das Ding bewegt sich wieder zurück. Ah. Alles klar. Na dann. Nehmen wir das Leben hier doch gern mit. Und warten einfach, bis die Plattform zum zweiten Mal hier langkommt. Schauen wir doch mal, wo die uns denn hier hinführen kann, wenn wir einfach mal warten, bis die nach ganz unten geht. Ich hoffe mal nicht in so ein Blitzdings rein. Das wäre sehr unschön. Aber ich glaube, das könnte uns weiterhelfen. Oh shit. Ach nee, doch nicht. Gut, ich dachte gerade schon. So richtig hilft es uns aber trotzdem nicht weiter, ne? Wie mir scheint. Nee. Es könnte höchstens, wenn wir es da drüben schaffen, was auszuschalten. Ach so, doch, 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 natürlich. Warum habe ich das nicht gleich gesehen? Ach ja, mit Blindheit bestraft, muss ich durchs Leben ziehen. Es ist nicht einfach. Aber man kommt zurecht. Irgendwie. So. Hops. Genau so. Und dann klopfen wir doch mal hier ein bisschen auf Holz. Yay! Das Rätsel ist gelöst. Und das war's auch schon für das Level, oder? Und ich dachte mir noch, hol das Hirn aus der Dose und filetier es. Tja, jetzt hast du das Ding nochmal am Hals. Nanu, die Musik ist so leise. jetzt hast du das Ding nochmal am Hals. Ich dachte mir noch, hol das Teil aus der Dose und filetier es. Aber nein, Gabriel hat sich nicht mehr dafür interessiert. Gut, auf zur nächsten Runde. Es ist schon wieder das letzte Level in diesem Kapitel. Das chromatische Observatorium. Klingt speziell. Schauen wir es uns an.